Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dieses Jahr feiern wir den 700. Geburtstag der Schweiz. Ich finde, dieses Fest gibt uns nicht nur Anlass zur Freude. Wenn wir an andere Länder denken, an die Probleme und Schwierigkeiten von anderen Menschen, sollten wir uns ein bisschen schämen. Die meisten Schweizer kümmern sich nicht um das Wohl der übrigen Erdenbewohner. Hauptsache, in der Schweiz läuft alles wie am Schnürchen. Aber denken wir zum Beispiel an Tschernobyl, an dieses Unglück, das uns anfangs kaum beschäftigte. Als bekannt wurde, dass auch bei uns radioaktive Strahlen vorhanden sind, brach die Panik aus. Es interessierte uns plötzlich, was in der Sowjetunion vorgefallen war. Ich weiß nicht, ob wir auch so reagiert hätten, wenn sich bei uns keine Auswirkungen gezeigt hätten. Nun fragen wir uns also, ob wir weitere Atomkraftwerke bauen wollen. Viele beschäftigt diese Frage. Aber ist die Antwort darauf nicht schon gegeben? Ist es nicht klar, dass sich keiner von uns ein solches Unglück herbeiwünscht? Ich denke oft an Bilder von Kindern, die an Krebs leiden. Diesen Kindern spenden wir Geld, wenn wir uns weiter mit der Frage beschäftigen, ob wir Atomkraftwerke bauen wollen. Ist das nicht absurd? Ich hoffe, dass wir uns in Zukunft mehr überlegen, wie wir handeln wollen und dabei Rücksicht auf andere Menschen nehmen.